Da sind wir wieder mit Path of Exile. Wir suchen jetzt die Stadt Sarn, the City of Sarn. Ja, im dritten Akt. Im dritten Akt. Gehen wir mal von aus, ne? Ja, wenn ich hier ja, so die Karte öffne, ist das der dritte Akt. Oh, hier ist ein Häuschen. Ein Häusle. Irgendwas kämpft hier. Das war ich, ganz kurz. Da ist was angetippelt gekommen. Und war der Meinung, es soll Wolle auf die Fresse kriegen. Wolle auf die Fresse kriegen. Oh, es scheint ein Mauer zu sein. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr interessantes Geländedesign, muss ich sagen. Oh, ein Goldener. Ja, ein Goldener. Ein Darewood Scepter. Oh, bin ich Kram. Irgendwie sind die gar nicht so stark hier. Da waren die unten in der Pyramide oder oben in der Pyramide oder wo auch immer. Ja, das waren jetzt aber auch nur Bogenschützen, das waren keine Caster. Das ist wieder Physik. Das ist Physical Damage. Physik. Und das tut mir... Oh, Wegpunkt. Das tut mir eher weniger weh. Genau. Nee, ich meine, die sind auch sehr schnell gefallen. Das ist richtig. Aufgehalten. Das ist richtig. Mhm. Oh, ist das? Was ist das denn? Oh, Käfer. Sieht ja komisch aus. Haben die einen Sack auf dem Rücken? Laufende Pimmel und Käfer, die aussehen wie ein laufender Sack. Na super. Was ist das jetzt? Undying Outcast. Also. Oh, hier ist ein Goldener. Ja, hier bei mir. Nee, hier bei mir. Ach, zwei. Okay. Ja. Das ist ja auch interessant. Oh, das ist tot. Du kriegst das Stiletto und ich krieg hier nur eine doofe. Ach, nein. Oh, das war deins. Weiß. Was war denn das? Stiletto? Mhm. Ein Dagger. Dagger to the Hagger. Guck mal, Gollum. Gollum. Okay. Nein, Gollum. Gollum, Gollum. Mein Schatz. Der ist echt herrlich gewesen. Auch wenn er nur Computer animiert war. Ja, war ja nicht so toll, die Ogre-Scepters. Laufende Klöten. Also ich finde, die sehen echt aus wie so laufende Klöten. Ui, immer so blaue laufende Klöten. Ah, ich mag die irgendwie. Oh, das blaue, der will weglaufen. Ja, und? Hat nicht geholfen, ne? Und noch, ja, noch mehr. Mehr blaue. Hüp. Auch sehr merkwürdige Geräusche hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Grunz, Grunz? Grunz, Grunz? Nichts gehört von. Das sieht doch nach der Stadt aus. Oh, da hinten ist ein Goldener. Ich hab hier Eierkäfer. Käfer. Eierkäfer. 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 Aua, aua, die machen aua. Ein Bronzering. Ein bronzener Ring. Oh. Schau mal. Aber wobei, das wäre wahrscheinlich nichts unbedingt für dich. Ich weiß ja nicht. Muss ich aber gucken. Für dich wirklich. Ne? Aber du benutzt doch die mit Physical, oder? Ja, aber meine sind immer noch besser als das da. Mhm. Das kann ich ja nicht riechen. Ohne Glassblower, Bubble. Da ist irgendein Gang. Dann geht's doch mal zur Stadt, hoffe ich mal. Sarn Encampment. Hört sich zumindest noch an. Gehen wir doch mal rein. Gehen wir mal rein. Können wir rausgucken. Ja. Also, sofern sie Fenster haben. Hm.
Sieht interessant aus. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Stadt. Ich kann hier keine Skills ansetzen. Da geht's auch noch auch weiter. Auch eine sehr große Stadt. Das scheint so eine Art Burg zu sein, wenn ich das richtig sehe. Hier so mit Burggraben, Vorhof und so. Ja, das ist eine richtig dicke Burg. Da labert mich wieder irgendwas doof von der Seite an. Komm, oh ja, hier sind wir. Die ganzen Quests, dass man die ganzen Quests einsammeln. Ah, goodbye. Kann ich bei dir verkaufen? Bei dir kann ich verkaufen, ist doch gut. Verkaufen wir bei dir doch mal. Ach, du hast da auch noch was gefunden. Ja, ich weiß ja gar nicht, wo du lang gelaufen bist jetzt. Ich bin so quasi nach Westen weggelaufen. Hier ist auch die Kiste. Ja, ich bin jetzt auch gerade beim Stash. Okay, gut, dann sind wir jetzt gerade in unterschiedlichen Gebieten gelandet. Ja. Du bist bei Maramoa. Richtig? Maramoa. Muss ich kurz gucken, wie der Rechts Typ nochmal hier ist. Ja, genau. Mhm. Ich ja, bin bei dann Maramoa. Sind wir auf unterschiedlichen Servern gelandet. Dann erklärt es das. Genau. Dann müssen wir uns ja mal ein bisschen singlemäßig hier umblicken. Und dann auch mal schauen, wo wir dann als nächstes lang müssen. Das ist eine sehr gute Frage. Hier geht's ja auch noch irgendwo. Ach nee, hier geht's nur zum Fischerjunge. Ich glaube, wir haben da sogar eine Quest übersehen. Du meinst in der beziehungsweise, Farm City? Beziehungsweise andersrum. Wir haben eine Quest bekommen für die. Für das Gebiet, wo wir gerade hergekommen sind, wenn ich das richtig sehe. Nein. Sicher? Also ich habe hier jetzt Lost in Love. Also ich habe eine Quest, die heißt Lost in Love, richtig? Ach nee, Quatsch, bla. Was rede ich denn da? Nee, hast recht, ist alles okay. Okay, gut. Alles in Ordnung. Dann so, wie wir sieht uns das denn aus? Oh, hier gibt's ganz leckere Waffen. Beim Händler? 25 bis 47 Schaden. Boah. Bui. Ja, auch mal schnell zurücklaufen. Die werde ich mir mal eben kaufen. Und definitiv aufwerten. Weil ich will ja auch unbedingt noch mal eine schicke Waffe haben. Das kann ich nachvollziehen. Du sagst, er hat hier schicke Waffen. Ich mache da auch mal einen Blick rein. How you doing? 28 bis 36. Irgendwo Wettsteine? Ja, sie haben Wettsteine. 28 bis 36. Super Sache. Generell haben die hier anscheinend auch so mal schicke Sachen. Hier kann man sich dann nochmal richtig schön eindecken. Also meine Waffe, die ich jetzt gerade gekauft habe, macht so jetzt schon grundmäßig mehr Schaden als die, die ich habe. Und die ist noch nicht verzaubert. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Deswegen ein Orb of Transmutation kostet die nur. Also reicht das. Das ist eine gute Idee. Dann werten wir die auch einfach mal auf. Wie war das nochmal mit den Sockelplätzen verbinden? Ein Orb of Fusion. Ah, da habe ich gar keinen mehr. Naja gut, das kann ich auch noch beim Rare machen. Das wäre nicht so schlimm. Allerdings, doch, Alchemie habe ich noch. Perfekt. Sauber. Sauberes Ding. Guck dir das mal an. Na, wenn das mal nicht Porno ist. Alleine schon wegen der Accuracy Rating. Okay, jetzt habe ich da doch nicht mehr die ganzen Ressourcen für, um den umzuwandeln. Das muss ich dann ein andermal machen. Was brauchst du denn? Orb of Chromatics. Mhm. Weil der hat mir zu viele rote Slots, aber der hat mir jetzt eben nur immer einen grünen Slot reingemacht und das war auch nicht so prickelnd. Ja, dann würde ich dich mal darum bitten, einfach mal dieses Gebiet zu verlassen und bei mir hinzukommen. Jo. Gucken wir mal. Mit Alt oder Control ging das nochmal? Steuerung. Also Control. Ja, da bist du ja.
Huch. Das war so wrong button. Entschuldigung. Der war das. Jo, danke. Kein Problem. Wenn du noch mehr brauchst, sag Bescheid. Verdammt. Aber jetzt mal eine Frage. Wie viele Sockel hat der? Drei. Drei Sockel. Wie viele hast du von den Sockelveränderungen? Ich weiß gerade nicht, wie die hießen. Muss ich kurz mal gucken. Das war das. Aha. Weil ich habe eben festgestellt, ich habe es extra noch mal einmal mehr gemacht. Ich hatte nur einen roten drin, habe dann noch einen Sockel Neuwürfelung gemacht, habe gleich drei Sockel bekommen. Es waren aber alles rote. Ach so, reforges the number of sockets on an genau, item, meinst genau. du? In Jewelry Shop, da habe ich drei Stück von. Drei Stück. Du könntest es natürlich riskieren, jetzt einmal runter auf ein, also hoffen, dass du es beim ersten Mal auf ein runter bekommst. Und damit könntest du dann steuern, welche Farbe bekommst scheinbar. Mhm. Hast du dann nochmal Orb of Chromatic? Ich habe davon noch welche, ja. Deswegen biete ich dir das ja an. Gut, weil ich habe den jetzt mal auf einen runter gemacht. Perfekt. Ja, dann probier auf Rot. Oder hast du schon keine mehr? Nee, ich habe schon keine mehr, deswegen ja. Ich will den ja auf Blau versuchen. Ja, ja, oder auf Blau halt. Versuchst du ihn jetzt auf Blau zu bekommen und dann halt wieder hoch machen. Jo, jetzt habe ich ihn auf Blau und dann mit dem meinst du Reforges the number of sockets on an item. Habe ich ihn auf 2 und dann kann ich ihn nochmal auf 3 hochkriegen, meinst du? Es ist random. Ach so. Also bei mir ist er gleich beim ersten Mal von 1 auf irgendwas zu machen auf 3 hochgesprungen. Dann ist er auch auf 3 hochgesprungen. Siehste? Und zwar 2 rote und ein blauer. Okay, aber ist doch in Ordnung, oder nicht, oder? Ist auf jeden Fall schon mal besser. So, den brauche ich ja nicht mehr. Setze ich ja nicht mehr ein. Dann muss ich mir den nochmal weit überlegen. Juhu, 91% Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, nichtsdestotrotz, ich würde einfach mal sagen, wir sind hier gerade ja ein bisschen sehr am Rumhantieren. Wir haben euch ja ein bisschen was gezeigt. Am Ende werden wir euch einfach nochmal eine kleine Zusammenfassung zeigen, was wir noch geändert haben. Also, bis gleich, Leute. Jo. Da sind wir wieder. Wir haben einige Verbesserungen jetzt durchgeführt, beziehungsweise überwiegend ich. Ja, nicht nur überwiegend. Das, was ich gemacht habe, das haben sie noch gesehen. okay. Gut, ich habe meine Waffe ausgetauscht. Die habe ich ordentlich aufgepimpt und alles mögliche. Dann habe ich hier meine Plate ausgetauscht. Ich bin jetzt auch richtig ein Armor-Monster, muss man sagen. Dann natürlich noch mein Schild. Meine Schuhe. Und noch meine Handschuhe. Die sind auch schön schick gelb geworden. Ich muss mal eins dazu sagen. Pimp my Outlaw. Ja, Pimp my Outlaw, genau. Was aber das Frustrierendste daran war, ich musste meine ganzen Skills umorganisieren in meiner Rüstung. Und jetzt bin ich auch mal gespannt auf das Ergebnis. Ja, und auf Kosten meiner ganzen Chromatic Orbs. Beziehungsweise ich habe auch noch die Hälfte verbraucht. Ja. Für nichts und wieder nichts. Jetzt geht das alles noch viel einfacher hier. Ja, also bei mir hat man ja auch schon gesehen, ich habe ja die Waffe eben aufgerüstet. Ich denke mal, das war auch echt nötig. Allerdings, ich brauche unbedingt mehr Leben. Was hast du jetzt an Leben? 528? Damit treffe ich scheiße. Irgendwie will ich nur jeder zweite Schlag trifft, habe ich das Gefühl gerade. 50%? Okay. Da kommen wieder Bugs mit Tripper. Bugs mit Tripper, so so. Und irgendwann schießt da... Ui. Die Carrion Queen. Die Karies Queen? Hierher. Ist das hier ein... Das ist doch ein Galgen. Ja, klar.
Percy? Ja. Abgrund und so. Spring mal. Ja. Eisenhaar. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich meine, hier sind wieder ein paar Kisten, wo du drauf hüpfen kannst. Hab ich doch schon. Boah. Zuhauen bringt im Moment überhaupt keinen Spaß. Was hast du denn an der Accuracy? Ja, werde ich wohl wirklich da mal wieder was dran fummeln müssen. Das ist keine Antwort. Achso, was ich für eine Accuracy hab? Yep. Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Schau doch mal. Chance to hit von 77%. 91. Iiii, ein Riesensack. Auf vier Beinen. Also müssten rein theoretisch 2 von 3 Schlägen treffen. Theorie und Praxis. Mhm. Ja. Oh yeah, Massen, ja, kommt her. Goldener, extrem schnell. Jetzt kommt meine Stärke hervor. Ich weiß jetzt auch gar nicht, an was die. Gut. Goldener. Doch gerade gesagt. Ja, ich weiß. Wollte das nur noch mal unterstreichen. Ja, ja. Ich soll doch eigentlich auch mal sterben hier. Boah. Lightning also. Na auf. Die sind auch irgendwie voll nervig. Nein, kommst du noch auf sowas? So. Vor allem diese ganzen Treppen hier, das. Oh, das irritiert voll. Also auf der Minimap. Die auch Gold. Mhm. Der hat mich fast tot gemacht. Stirb! Ah. Oh, der ist auf den Skill aufgestiegen. Und da wieder ein goldener. Ja, 2 auf 1 Haufen. Kann der auch noch weg, die feige Ratte. Der hätte aber ganz schön was raus. Ja. Was gegen nee. Fire, extra Fire Damage, die ist Chaos Damage. Oh ja, super. Da kommt auch richtig Freude auf. Ist wieder voll. Ja. Was machst du nur? Magic Items aufsammeln. Na, und ein bisschen behindert sortieren. Oh, ich habe ein Orb of Fusing bekommen. Wie war das noch mit der Rüstung? Ja, 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 lass uns mal hier so, ne? Ja, ne? So, genau. Genau. Finde ich auch. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Danke für das Gespräch. Genau. Hüpf. Ah, Fire Resistance. Dann müssen wir da mal mit ein bisschen Eis und Blitz arbeiten. Hier noch ein bisschen Eis und da noch ein bisschen Blitz. Ich bin das Unwetter, ich komme über euch. Und die Karies Queen wird genörgelt. Genörgelt? Oh, wieder ein Goldener. Oh. Sorrow Ruin. Oh, ein Copper Tower Shield. Rot-Blau. Könnte das was für dich sein? Was hat die denn für Rüstung? Ich link das einfach mal. Ne? Hallo? Ach, die gehören zu uns, oder was? Warum kann ich denn jetzt keine Skills einsetzen? 99. Warum sind das vor deswegen? Weil du im Chat bist? Nein, weil ich meine Waffen wieder gewechselt habe.
Ja, ich bin müsste ich halt wieder. Ja, komm Ja, her. ja. Scan mal. Und level up. Oh, wie? Wie haben sie gefunden, aber ihre Waffen und Wachen noch nicht getötet? Questmäßig. Mhm. Ach, also besser die ganzen. Da ist er wohl. Guard. Scheint er zu sein. Ja, er hat irgendwie was gegen mich. Der haut die ganze Zeit auf mich ein gerade. Zwischendurch. Jo, wenn er dazu kommt. Oh. Royal Ball. Oh. Oh, danke. Ja, voll. Oh. Ja. Oh. Hä? Ist das ein Unique? Ja, das ist ein Unique. Okay. Ja, nichts Tolles, aber immerhin. Immerhin mal ein Unique, ne? Guck mal hier. Ja, hab ich schon. Jetzt müssen wir noch ihren Liebhaber finden oder so. Hat mal wieder eine herzzerreißende Love Story. Herzzerreißend. Fach, ey. Entschuldigung. Ja, und nichtsdestotrotz, ich würde mal sagen, dann nutzen wir die Chance einfach mal und beenden diese Folge. Ja, okay. Dann machen wir das doch mal. Nachdem diese komische... Ja, das nimmt kein Ende hier. Ja, alles deine Schuld. Unglaublich. Ja, weißt du, damit besser geht? Manchmal. So. Gut, dann gehen wir mal zurück hier. Und sag dann mal bye-bye. Genau. Na gut, also, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.